Ja, die Schüsse sind tatsächlich gefallen. Ich hatte auch tatsächlich Angst, dass mich der Förster übersieht und dann vielleicht in eine Richtung schießt, in der ich stehe, und musste deshalb auch das Ganze abbrechen. An dem Tag war wirklich schönes Wetter, es war warm. Und ja, ich habe gedacht, dann machst du am nächsten Tag weiter. Hätte ich in der Realität auch. Nur leider hat es danach angefangen zu regnen und jetzt tagelang nicht aufgehört. Außerhalb der Simulation war das kein Problem. In einer Simulation, wenn wirklich das so gelaufen wäre, wäre ich jetzt entweder schon seit Tagen tropfnass, wahrscheinlich schwer unterkühlt, oder ich hätte mir einen warmen Schlafplatz suchen müssen. Was ich zeigen wollte, das kündige ich schon mal an, ist, wie man mit der billigsten Frischhaltefolie aus dem Supermarkt, die gibt es für 49 Cent, da sind 100 Meter drauf, ein Tarp bauen kann, beziehungsweise Unterstand bauen kann, der wirklich wettersicher ist. Oft hat man kein richtiges Tarp oder man will dieses Tarp nicht für einen feststehenden Bau einsetzen. Da wäre eben die Möglichkeit, so etwas herzunehmen. Genauso wie man eine Wasserflasche, eine Kunststoffwasserflasche, eine PET-Flasche zu einer Schnur umfunktionieren kann. Dazu kann man selbst auch was bauen, dann wird vielleicht auch eine Anleitung folgen. Zum Bauholz ist zu sagen. Ja, es lag vieles morsches Holz rum. Damit hätte ich einen Unterstand nicht wirklich stabil bauen können. Es gab genug Sträucher, in denen man was abschneiden kann, um einen Unterstand zu bauen. Das wäre auch kein Problem, aber es kostet halt viel Zeit.